Guten Morgen, mein Name ist Kevin Kofler und ich möchte heute vortragen über Canola. Das ist ein Fedora Remix mit 100% KDE ohne GTK Plus. Und genau, es kommt noch, als erstes werde ich mich vorstellen. Dann möchte ich 10 Minuten ein bisschen sagen, worum es geht über Canola. Eine Einleitung, was für Features es hat, was für Anwendungen ich ausgewählt habe und warum. Im Vergleich zum Standard Fedora KDE und dann wie ich die Live-Images erstelle und dann möchte ich eine Live-Vorführung geben, wo ihr auch gefragt seid, was ihr sehen wollt, genau. Ja, und dann am Ende noch ein paar Links, wo man mehr Informationen finden kann, weiterführen. Als erstes zu mir, also ich heiße Kevin Kofler, wie schon gesagt, E-Mail-Adresse Sinnig habe ich da noch hingeschrieben. Ich bin der Entwickler von Canola. Ich mache das allein. Ich entwickle seit 2001 freie Software. Seit 2007 bin ich im KDE-Projekt aktiv. Seit 2014 im Calamares Installer-Projekt. Das ist das Installationsprogramm, das auch in Canola verwendet wird. Zu dem komme ich auch noch. Seit 2007, also seit 10 Jahren, bin ich Fedora-Packager, deshalb habe ich auch dieses 10 Jahre Fedora-T-Shirt wieder rausgeholt. Ja gut, der zweite Grund ist, Fedora Core und Extras sind auch vor 10 Jahren ziemlich genau wie ich reingekommen bin, zusammengekommen. Also Fedora, so wie wir es kennen, gibt es auch seit 10 Jahren. Gut, jedenfalls bin ich dann 8 Jahre lang, war ich auch für alle KDE-Pakete Fedora mitverantwortlich. Das ist mir aber dann zu viel geworden, also zurzeit habe ich 46 Pakete, wo ich entweder Maintainer oder Co-Maintainer bin. Ja, dann noch zu meinem Arbeitgeber, das ist Dagob Optimization Technologies GmbH, also eine KMU. Und außerdem bin ich jetzt wirklich fast fertig mit meiner Dissertation in Mathematik an der Uni Wien. Also nächstes Jahr sollte ich mich schon Doktor nennen dürfen. Aber was ist Canola? Canola ist ein sogenanntes Fedora Remix. Das heißt, es ist eine angepasste Version von Fedora. Das heißt, man darf es gar nicht Fedora nennen, aber Fedora Remix darf man es nennen. Es ist basiert auf dem Fedora KDE-Spin, aber es gibt eben Veränderungen, weil ich mein Canola ist nur KDE und Qt Software drin, kein GTK-Zeug. GTK Plus ist überhaupt nicht vorhanden auf dem Image, aber natürlich, man kann es sich vom Repository holen. Die Standard Fedora Repositories sind standardmäßig aktiviert und da kann man GTK Plus und die ganzen GTK Plus Anwendungen auch runter holen, wenn man sie braucht. Und in Canola sind sie aber alle durch KDE oder Qt Anwendungen ersetzt. Dazu komme ich noch. Das ist die Situation ist grafisch. Das basiert auf der KDE Plasma Desktop Arbeitsumgebung, Plasma 5. Konkret, man kann es installieren durch das Installationsprogramm Calamares. Ja, und von wo der Name kommt, das ist ein Wortspiel praktisch, weil es gibt eine sizilianische Torte, die sich Torta Fedora nennt. Und der Canola ist ein noch wesentlich berühmteres sizilianisches Dessert. Das hat ganz ähnliche Zutaten, ist aber nur eine andere Form. Und warum mit Kabel, KDE? Zu den Features, ja, das ist ein Live-Image, das sich installieren lässt, also von DVD oder USB für eine CD sind leider zu groß. Es ist 64 Bits, Version zurzeit nur 64 Bit, x86-64 halt. Und es enthält immer die aktuellen Updates zurzeit der Image-Erstellung, während Fedora kommt einmal raus alle 6 Monate und dann muss man sich die Updates nach der Installation alle runterladen und das können wahnsinnig viel sein. Und ich update immer wieder meine Images. Canola, aktuell sind für Canola 24 und 25 die Versionsnummer entspricht Fedora, deshalb habe ich schon so hohe Versionsnummern mit Updates bis April, also 24.04. ist glaube ich das aktuellste. Und ich plane immer wieder Respins zu machen. Und auch wichtig ist, man kann optionale Pakete aus dem Netz installieren, dass man bei Fedora nicht direkt kann, weil Fedora kann man entweder Netzinstallation oder vom Live-Image installieren. Und wenn man vom Live-Image installiert, muss man nachher nach der Installation alles holen. Und Calamares erlaubt es eben hybrid zu machen, dass man
die Live-Filme CD installiert und während der Installation gleich zusätzliche Pakete aussuchen kann. Also man kann natürlich auch offline ohne Netzinstallation installieren und kann alles deutlich kleiner als der offizielle Fedora KDE Spin. Zum einen, weil das ganze GTK und Anaconda Zeug draußen ist. Anaconda ist der normale Fedora Installer, der durch Calamaris ersetzt wird. Und zum anderen, weil dann durch die Netzinstallationsmöglichkeit ich weniger Software direkt aufs Live-Image draufziehen muss. Sachen, die man erst nach auf dem installierten System braucht, habe ich alle nur in der Netzinstallation. Dann, welche Anwendungen habe ich ausgesucht? Als erstes einmal, ja, Firefox braucht auf GNU/Linux braucht leider GTK Plus. Und das ist ein Grund, warum kein Firefox drauf ist. Und das zweite ist, dass das auch sehr schlecht in Plasma integriert und dann schickt es auch noch standardmäßig Daten, Statistiken an Mozilla und es schickt Daten an Google und für die Phishing Protection und so. Aus all den Gründen habe ich mich für einen anderen Browser entschieden, der heißt Capzilla, kommt aber nicht von Mozilla, der heißt nur so. Das ist ein moderner Browser für Endverbraucher, der basiert auf der Qt Web Engine seit Version 2.0. Das basiert wiederum auf Google Chromium, aber die Google Web APIs sind nicht aktiviert in der Qt Web Engine. Die Qt Web Engine hat gar keinen API-Key für die Google Services, das heißt, die schickt sicher keine Daten an Google und ist auf den neuesten Stand der aktuellen Web-Standards. Die Sicherheitskorrekturen werden immer auf den stabilen Zweig zurückportiert, also das ist nicht immer die neueste Chromium-Version, aber die haben halt die Sicherheitsupdates auch ein. Und der Capzilla integriert sich wunderbar in den KDE Plasma Desktop, es gibt native Icons, es gibt die KDE Dateidialoge, Plasma Benachrichtigungen und so weiter und es gibt auch ein Plugin, wo K-Wallet unterstützt wird. Es gibt übrigens auch ein Stück Non-Hearing, aber das ist mir in meiner Distribution natürlich egal. Was auch verfügbar ist, ist der Conqueror, der KDE-Browser, aber der ist in Canola 25 noch eine KDE-Lips 4-Version mit einer alten Qt WebKit mit Sicherheitslücken und so, deshalb ist das nicht der Standard-Browser im Moment. Es gibt inzwischen schon eine Version mit Qt Web Engine und früher oder später wird die zum Standard in Canola werden. Zum Installationsprogramm. Fedora verwendet das Installationsprogramm Anaconda. Das hat übrigens nichts mit dem Python-Installer Anaconda zu tun. Das ist nur ein Namensgleichheit. Jedenfalls, das braucht auch GTK Plus für die grafische Oberfläche. Und deshalb habe ich da meine Alternative gesucht. Und da gibt es eben dieses nette distributionsunabhängige Installationsprogramm, das sich Calamaris nennt. Die Idee ist, es soll ein Upstream-Projekt sein, das alle Distributionen verwenden kann, statt dass jede Distribution das Rad neu erfindet, wird von Blue Systems und von einigen Distributionen entwickelt. Ich bin dort auch Mitentwickler und kümmere mich darum, dass es unter Fedora und Canola läuft. Die Technologien, die es verwendet, sind C++, Q5, Python 3 und Boost Python. Und ja, 3.0 ist am 20. Jänner rausgekommen, ist am 24. Februar dann auf 3.1, das ist die aktuelle Release-Series. Wird aber erst in Canola 26 drin sein, im 24.25 ist 2.4.6. Und, ja, es gibt ein fortgeschrittenes Partitionierungsmodul, das den Kern des Core des KDE Partition Manager verwendet, also zum Partitionieren ist wesentlich flexibler im Calamaris als zum Beispiel im Anaconda. Und es hat eben auch einige einzigartige Features wie das bereits angeschnittene Net-Install-Modul, wo man im Hybrid das Live-Image installieren kann und dann aus dem Netzwerk noch Pakete dazu während der Installation. Ja, Firewall musste ich auch ersetzen, weil die Fedora Firewall Daemon auch nur für GTK Plus eine Konfigurationsoberfläche hat. Also die Firewall könnte man schon verwenden ohne GTK Plus, aber dann kann man es nur in der Kommandozeile einrichten. Und deshalb habe ich die Uncomplicated Firewall UFD von Canonical von Ubuntu hergenommen, die genauso wie Firewall D ist auch die in Python geschrieben
und die hat ein KDE Frontend, wobei derzeit leider nur KDE 4, also man kann es nicht direkt in den Systemeinstellungen aufrufen, wie es eigentlich vorgesehen ist, deshalb habe ich einen eigenständigen Menüeintrag erstellt, der das aufruft. Ja, dann zur Abschlussbehandlung wird auch verwendet dieses Abort APRT, Another Bug Report Tool, das bedeutet das, als distributionsweiten Core-Händler, bei Ubuntu gibt es was ganz ähnliches, das sich Abort heißt. Jedenfalls, da ist auch das Problem, das hat auch eine GTK Plus Benutzeroberfläche und deshalb ist das auch nicht drauf auf dem Canola. Für KDE-Anwendungen ist das sowieso nicht relevant, weil die Abstürze werden sowieso von den Calculations abgefangen und es gibt dieses Dr. Compe, die Benutzeroberfläche, die Abstürze anzeigt und die erlaubt die Abstürze dann auch direkt ans KDE-Projekt zu schicken. Während wenn man es mit dem Abort macht, dann kommt landen sie zuerst bei Fedora und dann vielleicht, wenn man Glück hat, irgendwann bei den KDE-Entwicklern und das Dr. Compe schickt sie direkt hin. Ja, und dann das letzte, vielleicht das kontroversiellste, SE Linux, das ist im Canola auch nicht aktiviert, aus dem Grund, weil auch SE Linux könnte man verwenden ohne GTK Plus. Das Problem ist, dann, wenn der Zugriff verweigert ist, dann ist er verweigert. Und das sieht, man steht da in irgendwelchen Logfiles, aber es gibt da keine grafische Rückmeldung, weil der Troubleshooter, der SE Troubleshooting, gibt es auch nur für GTK. Und meiner Meinung nach wäre das wirklich ein unzumutbares Standard-Interface, wenn man dass dann Dinge einfach nicht funktionieren und der Benutzer keine Ahnung hat, warum. Und außerdem ist es meiner Meinung nach auch nicht wirklich notwendig oder nützlich, das SE Linux, weil die Targeted Policy, die Default, wenn sie da ist, die schützt ja hauptsächlich Server. Für die Desktop-Anwendungen gibt es eigentlich nur eine Policy für den Firefox, den ich gar nicht darf auf dem Image. Für Capzilla gibt es keine und außerdem verwendet der Capzilla die Chromium Sandbox und da gibt es bietet eigentlich schon vergleichbaren Schutz mit der SE Linux Sandbox und braucht aber gar nichts externes von SE Linux und auch sonst nichts, was nicht schon in der Qt-Library drinnen wäre. Und deshalb ist SE Linux deaktiviert und einige Pakete seiner Platzbringung nicht drinnen. Ja, und zuletzt dann auch, wie erstelle ich die Images? Dazu verwende ich den Live-CD-Creator aus den Live-CD-Tools und verwende dann einen Kickstart. Das ist der Quelltext. Ein Kickstart ist der Quelltext, aus dem man den Live-Image erzeugt. Da stehen da drinnen, welche Pakete will ich haben und, so, und dann ein paar Scripts, die man dann noch ausführen kann, um Einstellungen zu customisieren. Und ich habe den Kickstart von Fedora KDE reingenommen. Ich habe aus den mehreren Dateien eine gemacht, damit ich es leichter warten kann. Und die verwende ich dann. Und dann verwende ich den Live-CD-Creator, der aus den Live-CD-Tools an sich ist. Das alte Werkzeug Fedora verwendet den nicht mehr. Aber ich habe ihn auf DNF portiert. Das ist der aktuelle Package-Manager. Dependency Solver für die Packages und dann auch mitgeholfen mit dem getesteten Python 3 Board und dementsprechend ist der jetzt auf dem neuesten Stand der Technik und wird gewartet von Neil Gompa. Und warum habe ich den verwendet und nicht den Live Media Creator, den Fedora jetzt standardmäßig verwendet? Weil zum einen ist der Live CD Creator einfacher zu verwenden, es reicht eine einfache Befehlszeile. Und man braucht kein Netzinstallations-Image mit Anaconda und der ist auch bei Kickstart-Inhalten weniger heikel, er jammert nicht gleich, man muss nicht den Kickstart speziell anpassen, damit es funktioniert. Mit bei Live Media Creator muss man das machen. Außerdem unterstützt er einen persistenten Paket-Cache und liefert auch bessere Fehlermeldungen, was die Entwickler von den Corora, also auch ein Fedora Remix ist, die beides ausprobiert haben, auch rückgemeldet haben. Und
Ich finde auch den Quelltext vom Live-CD-Creator wesentlich leichter zu erwarten als den vom Live-Media-Creator. Na gut, dann sind wir soweit. Jetzt starte ich eine Live-Demo. Das wird auf dieser Maschine leider ein bisschen dauern, also während ich starte, kann ich auch ein paar Screenshots herzeigen. Also, Installationsprogramm, im Calamares habe ich einen Screenshot vorbereitet. Das ist der Katzilla, der die Calamares Webseite anzeigt. Da sieht man jetzt den Startbildschirm und das Logo von Canola. Ja, das ist die Live-Demo. Gut, das ist ein Screenshot von der Firewall-Konfiguration. Wer die genau sehen will, kann man dann auch noch machen. Hier sieht man den KDE Partition Manager, der auch auf dem Image drauf ist. Und noch ein paar Applikationen, die da sind. Also Contact, also kein Mail und das Ganze, kein Organizer. Caligra Stage für Präsentationen, Caligra Words, Textverarbeitung, Caligra Sheets, Spreadsheet, also die Kernkomponenten von Caligra sind drinnen. Mal sehen, ob das überhaupt klappt mit der Demo. Ja, und der letzte Screenshot, den ich dann habe, das ist jetzt auch ein Installationsprogramm, das ist jetzt fürs Net-Install-Modul. Da kann man eben aussuchen, was man noch dazu installieren will, was auf dem Live-Image nicht direkt drauf ist, was dann auf dem Netz geholt wird. Während wir noch warten, bis das fertig hochfährt, gibt es einmal Fragen. Ja? Was soll jetzt generell die Motivation, diese Daten auszusprechen? Ja, naja, zum einen mal zeigen, dass es geht. Okay. Zum anderen eine konsistente Benutzeroberfläche anzubieten, halt mit Applikationen, die zueinander passen. Halt eine pure Plasma, KDE Plasma Experience zu geben und nicht ein Mischmasch. Und die dritte Motivation ist, es spart auch Platz. Ja, also jetzt das Bildschirm von Plasma. Und gerade bei Fedora heißt es immer GTK. Mein GTK ist unerlässlich und der Installer braucht das und. Und ich habe gezeigt, man kann eigentlich mit einer Fedora-Basis mit wenig Änderungen das ohne GTK machen. Ich habe die Pakete, die ich aufgelistet habe, ersetzt und ein Paket musste ich verändern. Da gibt es jetzt eine spezielle veränderte Version. Das ist der KDE Print Manager, da habe ich die Abhängigkeit von System Config Printer rausgenommen. Dadurch kann er zwar jetzt dann die Druckertreiber nicht automatisch installieren, aber mit dem Feature gibt es sowieso immer Probleme in Fedora, also wirklich verlässlich ist das eh nicht. Also, und ansonsten muss ich seit Canola 25 gar keine Pakete verändern, sondern wirklich nur die paar Pakete, die ich aufgelistet habe, ersetzen oder rausnehmen. Gut, jetzt ist es mal hochgekommen. Gibt es irgendwas, was ich vorführen soll, was jemand wünsche? Sonst ich kann ich mal zeigen, was an Anwendungen da ist. Ja, das sind die Favorites. Capzilla, der Webbrowser. System Settings, Console, sollte klar sein, und der Installer ist auch einen Favoriten. Der installierten System ist der Installer dann selber dann immer drinnen. Sonst ja, Administration, Firewall, Apper.
Development ist nur die, was die Bagger bringen. Graphics, ja, Ocula, Venue, Color Paint. Und dann, was haben wir da noch? Ja, kein Color Shooter, kein Ruler. Internet. Ja, Internet ist dann ein bisschen mehr drinnen. Da gibt es schon eine Conversation fürs IRC zum Beispiel. Media, Camosa, Dragon Player, Office ist das von den Screenshots von da gewesen, ist die Caligula und KDE Film Sachen. Ja, Settings, okay, Settings ist mein System Settings. System habe ich ein paar Sachen. File Manager, es gibt Dolphin und Crusader als Datei Manager. KDE Partition Manager habe ich. Das ist Guard. Ja, Utilities, Arch, KCharSelect und KGPG ist Spectacle. Ist der Nachfolger von KSnapshot zum Bildschirm Screenshots machen. Ja. Den Installer werde ich nicht durchrennen lassen, das würde viel zu lange dauern. Aber ich kann dann einmal durchklicken, die ersten Bildschirme. Gibt es einmal noch Fragen? Weil ein paar Minuten haben wir noch. Ja? Was man in KDE bis heute abgeht, ist ein brauchbares Mail-Tracker-Plasmid. So ähnlich wie XFC Mail-Tracker. Kennst du den? Ich habe mal sowas, aber ich weiß nicht, ob es in Plasma 5 jetzt sowas gibt. Ja. Es gab irgendwann mal, ich glaube, Lion Mail hat das geheißen, Löwen. Mail, ich glaube, das war noch in Plasma 4 Zeiten, bin mir nicht unsicher, ich weiß das leider jetzt auch nicht. War noch in den Install, ich glaube, das habe ich draufgeklickt. Ja, leider, der Computer ist auch nicht das schnellste, was man haben kann, aber und in der virtuellen Maschine dann, es ist zwar es ist beschleunigt, aber in der virtuellen Maschine ist es immer noch. Ziel ist eben voll funktionsfähiger Browser, die Webseite nutzt jetzt nicht wirklich die Features. Das sind meine Release Notes, weil ich im Wesentlichen nur das steht, was ich eben erzählt habe. Dann gibt es einen Link auf Fedora Release Notes. Ich darf die Fedora Release Notes nicht direkt ausliefern auf dem Image aus trademark-rechtlichen Gründen, aber darauf verlinken darf ich natürlich. Und deshalb mache ich das dann auch so. Ja, wenn ich schon drauf geklickt war, dann kann ich. Nein, kann man durchgehen, Deutsch, dann da drückt's. Ja, manchmal schaffe ich es, wie ihn auf dem ersten Versuch anzuklicken, manchmal nicht. Ja, gut, dann. Die klassische Variante mit der Dev-Tilde. So, dann da. Ja, dann da die Daten angeben. Also wie gesagt, ich werde es da nicht laufen lassen, wenn es zu lang dauern würde. Ja, und da ist eben das Net-Installer, kann man es auswählen oder
Alles, was hier angeboten wird in dieser Liste, sind alles Dinge, wo ich getestet habe, dass sie kein GTK brauchen. Das standardmäßig aktiviert sind die Sachen, die ich aus dem Live-Image rausgenommen habe, um Platz zu sparen, die aber im Fedora KDE drinnen sind, auf dem Image. Und meistens sind es Dinge wie zum Beispiel Paloo File Indexer oder Akonadi MariaDB Backend und so, die sind auf dem Live-Image ohnehin deaktiviert. Deshalb brauche ich sie auch erst nachher installieren. K3B ist ein Brennprogramm, das wird auf dem Live-Image eher nicht verwendet. Und sonst halt Dinge, alles was irgendwie optional ist, habe ich dann da ausgelagert. Der Paloo File Indexer ist übrigens sehr klein eigentlich, den habe ich hauptsächlich da drinnen, damit es halt opt-in ist oder opt-out und nichts erzwungen. Das Indexing, ja, und dann sind halt bitte halt einige KDE-Programme an, interessante, die man da auch gleich aus dem Netz installieren kann. Accessibility, Twinkle, die komplette Caligrasoft, DigiCam, Marvel, KDE Edu, KDE Games, Wallpapers, verschiedene. Und dann haben wir da auch noch für Entwickler, kann man sich Canolo SDK, da ist KDE Develop und die ganzen Devel-Pakete drinnen. Calcastrins, Profiler und da dann noch Kommandozeilen-Tools und Packages zu erstellen. Ja, wie gesagt, ich führe den Installer jetzt nicht aus, das würde zu lang dauern, aber ja, ich glaube, das war's jetzt. Besten Dank.